Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Letzte Woche wurde eine EU-Verordnung auf die Tagesordnung der Ausschüsse gesetzt. Diese EU-Verordnung tritt in Kraft, wenn dieses Parlament keinen Widerspruch hierzu einlegt. Die Frist für den Widerspruch ist der 27.3., da läuft sie ab. Die EU-Verordnung betrifft die Festlegung von Emissionsnormen für Personenkraftwagen. Die Begleitunterlagen zu diesem Dokument umfassen viele hundert Seiten. Die Frist der Vorbereitung hätte eine Woche betragen. Nun weiß ich ja, dass in diesem Parlament wenige Ingenieure sitzen. Gibt es hier jemanden, der schon mal an der Entwicklung eines Fahrzeugs im Antriebsschrankbereich gearbeitet hat? Na, dann bin ich wohl der Einzige. Ich habe die Unterlagen zu dieser Emissionsverordnung gelesen und, wie ich denke, auch verstanden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass viele Leute hier in diesem Parlament, wenn überhaupt jemand, einen vergleichbaren Wissensstand dazu hat. Ich halte es deshalb für wichtig, dass wir diese EU-Verordnung diskutieren, mindestens aber eine Subsidiaritätsrüge aussprechen, und zwar vor Ablauf der Subsidiaritätsfrist. Und das bedeutet ganz praktisch hier und heute. Ich denke, wir sind es den Menschen in diesem Land schuldig, dass wir uns mit dieser Verordnung beschäftigen. Und wenn die Autoindustrie in Deutschland derart massiv bedroht wird, sollten wir uns damit befassen. Zumindest die Menschen in meinem Wahlkreis, in Stuttgart, ist das sehr viel wichtiger als die Anerkennung der Rohingya in Myanmar, was unser nächster Punkt auf der Tagesordnung wäre. Grob gesagt geht es in der Verordnung darum, realitätsnahe Verbrauchstests für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge einzuführen. Die Grenzwerte sind dabei so gewählt, dass wir für Pkw mit Benzinmotoren eine Verbrauchsobergrenze von 4 Liter haben. Dies mag unter Laborbedingungen und von Kleinwagen erfüllbar sein. Aber meiner Einschätzung nach ist dies bereits von Mittelklasse-Limousinen unter realen Testbedingungen nicht erfüllbar. Als Konsequenz müssten wir den Verbrennungsmotor oberhalb des Kleinwagensegments durch Elektroantriebe ersetzen. Ich kann mir nicht erklären, warum dieses wichtige Thema, das praktisch durch ein EU-Gesetz das Ende des Verbrennungsmotors verordnet, von Ihnen nicht erkannt wurde. Und hier in diesem Parlament ohne jede Debatte oder Abstimmung akzeptiert wird. Diese EU-Regelung trifft das Herzstück unserer Wirtschaft hier in Deutschland. Genau genommen ist diese offene Aggressivität der EU gegen die deutsche Autoindustrie und letztlich gegen die Arbeitnehmer in unserem Land ein Skandal. Ein noch größerer Skandal wäre es, wenn dieses deutsche Parlament dieser Regelung ohne jede Debatte zustimmt. Genau das wollen wir verhindern. Wir wollen in diesem Parlament eine sachliche, konstruktive Debatte über dieses Thema führen. Die Menschen in dieser Industrie sind es, die im Wesentlichen dieses Land am Laufen halten und ihre Sozialumverteilungsfantasien überhaupt finanzieren und auch ihre persönliche Existenz hier finanzieren. Und diese Menschen haben ein Recht darauf, dass wir uns mit ihren Interessen beschäftigen. Herr Kollege Spaniel, darf ich Sie darauf hinweisen, dass Sie zur Begründung eines Geschäftsordnungsantrags sprechen? Die potenzielle und nicht zur Sache. Okay. Die potenzielle Vernichtung hunderttausender Arbeitsplätze in Deutschland sollte uns mindestens genauso wichtig sein wie ein Menschenrechtsthema in Myanmar. Ich danke Ihnen.